Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich heute wahnsinnig, Juri Andrurovic vorstellen zu können, der uns hier besucht hat am Zeitstand. Mein Name ist Adam Sobocinski und ich arbeite für das Literaturressort und freue mich auf dieses Buch Radio Nacht. Wer Herrn Andrurovic noch nicht kennt, dem sei gesagt, er zählt zu den renommiertesten, bekanntesten, auch schon lange in Deutschland verlegten Autoren aus der Ukraine und wohnt in Ivano-Frankivsk. Das ist in der Westukraine, sehr weit sozusagen schon relativ nah an der polnischen Grenze auch, südlich von Lviv. Und wollte Sie eigentlich, bevor wir über das Buch sprechen, einmal fragen, wie Sie die Situation jetzt derzeit erleben, wie es Ihren Freunden, Ihrer Familie geht und wie Sie das tagtäglich verfolgen derzeit. Guten Tag. Ich bin sehr froh, hier in dieser, in diesem Zeit und Raum zu sein. Ja, meine Heimatstadt ist nicht von ganzem Land abgetrennt, ja. Aber die Stadt hat natürlich mehr Glück als viele andere Orte in der Ukraine und die Ursache ist ganz banal, kann ich sagen, die geografische Lage. Diese Stadt zu ihrer Glück ist ein bisschen weit von der Frontlinie entfernt. Die Raketenabschüsse hatten wir am intensivsten im Laufe der ersten Woche des Krieges. Unser kleiner, ganz kleiner, alter, noch sowjetischer Flughafen wurde dreimal abgeschossen, bis er total vernichtet wurde. Der Feind hatte so eine Idee, dass wir irgendwie einen super Flughafen für die NATO-Streitkräfte bei uns haben und das für uns Amerikaner gebaut haben. Das war absolute Desinformation. Ja. Und in den letzten Zeiten gibt es wieder die Abschüsse, aber es geht nicht um die Stadt als solche, sondern ein großes, wichtiges Kraftwerk in der Nähe von der Stadt, 40 Kilometer entfernt. Dieses Kraftwerk ist insofern wichtig, dass er viel Energie auch für Export produziert hat. Polen zum Beispiel hat einen Teil dieser Energie von uns gekauft. Jetzt musste das die Regierung alles aufhalten, weil wir jetzt eine Energiekrise bekommen, die von diesen allen Attacken verursacht wurde. Und ja, das Leben ist wirklich neu geworden, aber nicht in dem schrecklichen, tragischen Sinne, wie zum Beispiel in Kharkiv oder in Saporizhia, in Mykolaiv. Wir haben zum Beispiel irgendwie neue städtische Qualität im Sinne neuer Bevölkerung. Also sehr viele Leute aus dem Osten, die zu uns gefluchtet sind, dann sehr viele von ihnen bei uns geblieben. Unter anderem auch die, sehr viele von ihnen sind die Künstler, die auch sofort ihre Aktivitäten angefangen haben. Und das ist jetzt so eine interessante Diffusion, die viel Gutes auch für die Zukunft der Ukraine verspricht, dass diese Leute, die eigentlich in friedlicher Zeit nie zu uns als Gäste kommen würden, die sind jetzt unsere Stadtbewohner. Ja. Warum wären die nie gekommen? Weil sie eher östlich orientiert sind. Wir sind die Nachbarstadt von Lviv, von Lemberg. Und Lemberg ist sehr attraktiv für diesen innerlichen Tourismus. Und wenn man in die Westukraine fährt, vom Osten, mit touristischem Ziel, dann nimmt man natürlich
paar Tage für Lemberg und den Rest der Zeit für die Karpaten, für die Berge. Okay. Aber in unserer Stadt macht man so einen Halt für 3-4 Stunden. Einfach für ein Mittagessen. Ja, weil die Restaurants gut kochen bei uns. Und billiger als in Lemberg. Ja, ja. Ja, und das ist alles. Und jetzt sind diese Leute schon ein Teil der Landschaft, ja, bei uns. Wie auch überhaupt natürlich immer wieder gesagt worden ist, dass dieser Angriffskrieg natürlich paradoxerweise, besser wäre es gewesen ohne diesen Krieg, natürlich zu einer stärkeren Einheit überhaupt des gesamten Landes geführt hat, nicht wahr? Das ja, ist etwas absolut, etwas absolut richtig. Neu. Ja, ja, das man darf nicht sagen, sowas wie dank diesem Krieg. Nein, ja, das nein. Deswegen sage ich es einschränken. Aber die, sagen wir so, die Historiker, die schon bestimmten Abstand dann bekommen, die werden in der Zukunft über diese Zeiten vieldeutig schreiben. Ja, 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 sicher. Ich darf vielleicht noch erzählen, dass Sie den Heinrich-Heine-Preis bekommen haben. Das war, glaube ich, wann wurde es bekannt gegeben? Ich glaube, vor 2 Tagen oder 3 Tagen. Ja. Genau. Mhm. Und das natürlich erst einmal Glückwunsch und eine ganz große Sache. Dankeschön, Dankeschön. Und, vielen Dank. Ich fragte mich natürlich in dem Moment, als ich Heinrich Heine hörte, weil das ja auch eine starke, politisch geprägte Figur gewesen ist, ob Sie nicht spontan Assoziationen hatten, auch mit dieser Figur und der politischen Situation. Ich denke, vor allem seine politische Stellung, die ich mich vorstellen kann, war, dass er mit der Revolutionen des 19. Jahrhunderts sympathisiert hat. Mhm. Ja, zumindest das. Mhm. Wenn nicht als direkte Stimme teilgenommen, dann glaube ich, dass er so ein Revolutionsdichter bezeichnet ist. Ich habe meine persönliche literarische Episode, die mit ihm verbunden ist, die ist aber ein bisschen länger, da muss ich länger erzählen. Hm. Wenn Sie einverstanden sind, dann lasse ich das. Ja, die nächste Frage wäre gewesen, ob Sie auch ein Revolutionsdichter sind, aber vielleicht ein bisschen zumindest. Also der Protagonist genau, in dem Roman ist ist absolut eindeutig ein Revolutionsmusiker. Genau. Seine Teilnahme an der Revolution, die ist zwar nicht die aus 19. Jahrhunderts, die ist die heutige Revolution, die gegenwärtige. Seine Teilnahme ist so, dass er hat das definitiv beschlossen, dass er keine Steine werfen wird, keine Molotows. Was er für die Revolution tun kann, ist für die Barrikaden Musik zu spielen. Ja. Und das kann er machen, weil es in dem Moment ziemlich viele Klavierinstrumente einfach auf der Straße, auf diesem Hauptplatz der Hauptstadt erscheinen. Hm. Und wir hatten das wirklich auf dem Maidan in Kiew 2013/14 kam es als so eine Art Mode oder Tendenz, dass die Leute aus ihrer Wohnungen alte Instrumente auf die Straßen transportiert haben und ab und zu, jeder konnte spielen, ja, jeder dürfte spielen und ab und zu erschien dort so eine geheimnisvolle Figur, das war so ein richtiger Pianist, der unglaublich musikalisch komplizierte Sachen gespielt hat, immer diese Orte wechselte. Und niemand wusste, wie er aussieht, weil er immer in einer Maske war. Wie viele Barrikadenverteidiger, die mussten Masken tragen. Und das war für mich so ein erster Impuls,
dieses Buch zu schreiben. Ja, ja, ich habe ein paar Mal ihn sozusagen live erlebt, seine Musik dort direkt gehört in diesem Kreis. Da gab es immer so ein enger Kreis von Leuten, die das. Haben Sie Ihre Hauptfigur denn mal getroffen? Haben Sie mit ihm gesprochen? Ja, paar Jahre nach der Revolution kam er mit dem Konzert in unsere Stadt. Er wurde schon ohne Maske und alle ziemlich bekannte heute Figur. Und er spielte auch in, also ich habe so einen Kulturraum, den ich mit bestem Freund gegründet habe. Wir haben einfach auf unsere private Kosten so einen Keller gekauft und wir machen dort Lesungen, Konzerte. Jetzt ist das sehr glücklich, weil das auch ein Bombenversteck ist. Also wir dürfen jetzt unsere Veranstaltungen nicht unterbrechen während des Luftalarmes, weil alles reguliert ist. Und ein sicherer Ort, mit anderen Worten. Das ist ein sicherer Ort. Das wussten wir nicht, als wir das gekauft haben 2019. Wir dachten nicht über die Bombardements. Ja. Aber es gibt dort zwei Eingänge und zwei Ausgänge. Das ist so eine Regel. Okay, es muss ein Bombenversteck sein. Josip Rotzki heißt dieser Mann, über den wir sprechen. Das ist ja nicht die einzige Anspielung auf die Literaturgeschichte, hier aber natürlich sehr besonders, nicht? Es ist eine Figur aus Josef Roth, nicht? Einerseits und auf Josef Brodsky andererseits sozusagen, also einerseits den sowjetischen Dissidenten, russischen Dissidenten, andererseits den österreichischen Autor, der wie kein anderer auch natürlich auch über sozusagen die Habsburg-Monarchie geschrieben hat, über Galizien dann dementsprechend auch. Das sind, scheint mir, die zwei Zonen auch ihres Romans, könnte man auch sagen. Einerseits sozusagen das alte, sozusagen Mitteleuropa, das, wo auch Teile der Ukraine fest angebunden gewesen sind in einem westeuropäischen Kontext, könnte man sagen, und andererseits die Gewaltherrschaft, mit der man sich auseinanderzusetzen hatte. Ja, für mich ist das auch irgendwie symbolisch, dass diese zwei Namen sich kreuzen, weil diese beiden Schriftsteller, was sie auch Gemeinsames haben, ist, dass sie den Zerfall ihren Imperien sehr leidenschaftlich und tragisch erlebt haben. Mhm. Ja, das ja, also für beide war das sozusagen nicht nur so einfach Lebenswende, sondern ein mächtiger Stoß in die Identität. Und Brodsky hat mit einem abscheulichen Gedicht auf die ukrainische Unabhängigkeit reagiert. Und dieses Gedicht werden die Ukrainer nie verzeihen, weil das, was wir heute als diese Massaker bei uns erleben, ist einigermaßen Verwirklichung dieses schrecklichen Gedichtes von Brodsky. Und ganz unzufällig wurde er in 2014 in Russland als Gedicht des Jahres. Ah, verstehe, der wurde aktualisiert. Ja. Also 94 geschrieben und 2014 Gedicht des Jahres. Josef Roth natürlich hatte immer diese Sehnsucht nach habsburgischer Monarchie. Mein Protagonist ist alles andere als, er freut sich, dass Imperium zerfallen hat. Ja klar, er freut sich, er möchte nicht. Und er ist ein freier Mensch geworden, dank diesem Umstand. Und er freut sich, dass sein Land, ein ehemaliger Teil des Imperiums, jetzt nicht in Imperium mehr ist. Und das ist irgendwie so ein Paradox, dass er in seinen Namen diese Widersprüche. Ja, man könnte auch sagen, die Geschichte hat sich in ihm eingeschrieben, nicht? Genau. Das ist sozusagen so etwas. Ja. Es ist ja wirklich ein sehr, und ich meine das positiv, ein sehr wilder Roman, nicht? Es kommt unendlich viel an Geschehen vor. Seine Lebensgeschichte ist ja auch nun tatsächlich wild, nicht? Sie spielt sogar zwischendurch um 1500, nicht? Aber sie führt ihn in die Schweiz unter anderem. Es ist ein Sprung in das vorige Leben. Genau, in das vorige, genau. Ich wollte damit nur andeuten, dass es eine große Referenz
Rahmen sie aufbauen, in unterschiedliche Aspekte hineinstoßen. Das Land wird ja nicht so genau benannt, nicht? Man denkt natürlich, wenn man das Buch liest, könnte das die Ukraine sein, die beschrieben wird. Aber die Geschichte spricht eigentlich dagegen, nicht? Denn ja, hier haben wir eigentlich den Fall, wo die Revolution vollständig, naja, nicht vollständig, ja, aber missglückt. Vollständig zerschlagen wird. Ja. Er muss fliehen, ihm werden die Finger gebrochen, er kann nicht mehr spielen, er muss aus dem Land ausweisen. Also eigentlich eine Alternativgeschichte, könnte man fast sagen. Das ist zu dem Alternativgeschichte Zeitpunkt. Und das ist dann ein bisschen, können wir Analogie mit Belarus bauen. Ja, also 2020, ja, die Massenproteste, die ja auch so brutal zerschlagen wurden. Genau. Ohne Panzer. Es geht hier um die Panzer, die wirklich das schon mit Militär und so weiter, als brutale Kraft. In Belarus war das nur die Polizei, aber die brutalste, die man sich vorstellen kann. Und für mich war das wichtig, dass ich als Erzähler diese Möglichkeit bekomme, dass mein Protagonist vor allem sein Land verlassen muss. Mhm. Sollte die Revolution so wie bei uns siegreich sein, dann wozu? Wäre das Buch etwas kürzer dann gewesen. Dann wozu diese Flucht? Ja, ich bemühte mich, solche direkten Analogien zu vermeiden. Weil natürlich da auch schon damals natürlich das Geschehen unübersichtlich war in diesem gesamten Raum, nicht nur in der Ukraine, auch in Belarus, als Sie das Buch natürlich geschrieben haben. Deswegen haben Sie es von den aktuellen Geschehnissen etwas entrückt. Sie waren ja jemand gewesen, deswegen ist das ja interessant. Es ist eine literarische Verarbeitung schon des Zeitgeschehens, nicht wahr? Auch der Gegenwart, durchaus, in mancherlei Hinsicht. Ja. Mhm. Während des Schreibens, konnten Sie sich während des Schreibens vorstellen, dass es so schrecklich und dramatisch wird in der Ukraine, als Sie diesen Roman geschrieben haben? Der ist ja vor 2 Jahren erschienen in der Ukraine. Ja, ich kann genau sagen, ich schrieb diesen Roman, also der Anfang war 2018, die letzten Tage des Jahres, dann den ganzen Jahr 2019 und ich habe am 20. Februar 2020 beendet. Also ich habe das mir notiert, das Datum. Ja, ja. Also das sind 2 Jahre vor diesem großen Krieg, vor dem Ausbruch. Aber das, was wir seit Maidan-Zeit hatten, also eigentlich jeder Ukrainer sagt, der Krieg hat nicht dieses Jahres am 24. Februar begonnen. Er hat 2014 begonnen mit der Annexion der Krim. Das war nur so ein kleiner Krieg. Jetzt haben wir den großen. Ich gehe noch ein bisschen weiter, also mehr oder weniger Februar 2014 und zwar mit genauem Datum, den 20. Februar, weil das der Tag der himmlischen 100 ist. Mhm. Also die Massenerschießung der Protestierenden auf dem Maidan, wo zwischen 60 und 70 Leute gefallen sind. Mhm. Und das ist für mich der Punkt, wo die russische Aggression beginnt. Mhm. Niemand weiß bis heute, wer diese Schütze sind mit Feuerwaffe, die ganz in Schwarzem sind, die zusammen mit Polizei, man kann unterscheiden, das ist die Polizei, die ukrainische Polizei, die gegen die Demonstranten geht. Und da gehen auch diese in Schwarzem, die schießen die ganze Zeit. Das sind die Mörder. Ja. Und man spekuliert, das waren schon damals die Einheiten, die von Russland, Moskau geschickt wurden. Weil die ukrainische Polizei das abgesagt hat, diese Feuerwaffe zu verwenden. Sie spürten schon die Schwäche des Diktators, dass Janukowitsch gleich verschwindet wird. Und dann bleiben sie in diesem Land als
Verantwortliche. Ja, übrig, sie wollten das nicht. Genau. Und das sollten die Fremden machen. Ja. Also, das ist für mich der Beginn des Krieges einfach. Gewesen. Ja. Der dann, und das haben Sie ja auch zu Recht immer wieder kritisiert, und es gibt auch Passagen in diesem Buch, wo das sogar, glaube ich, mehr oder weniger direkt vorkommt, ja. Dass es danach sozusagen mehr oder weniger dieser, ist ja auch schon Quatsch, wurde Konflikt genannt, war aber da natürlich ein ununterbrochener Krieg. Krise. Krise, genau. Krise, genau. Weitgehend nicht beachtet worden ist. Und Sie hatten das Gefühl, dass Sie gar nicht durchkommen, nicht? Auch Schriftstellerinnen, Schriftsteller kamen nicht durch in dieser Situation, was, um irgendwie Öffentlichkeit herzustellen im Westen. Ja, das alles kommt früher oder später. Aber manchmal zu spät. Mhm. Ja, manchmal ist später bedeutet zu spät. Mhm. Ich hoffe, dass jetzt das nicht zu spät ist, weil die Unterstützung des Westens ist eigentlich dramatisch anders als damals. Ja. Damals war das lauter diplomatische Teilnahme, die auch ziemlich vieldeutig war. Mhm. Ich weiß bis heute nicht, ob zum Beispiel Frau Merkel mehr für Putin stand oder für die Ukraine. Ja? Das, die wiederholte nur Frieden, 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 Frieden. Aber so einfach Frieden zu sagen, ist zu abstrakt, denke ich. Mhm. Frieden muss irgendwie konkretisiert sein, mit welchen Umständen. Mhm, ja. Ja, so und mit welchen Mitteln will man sie durchsetzen? Mit welchen Mitteln, genau. Auch, ja. Nun ist es auch, trotz allem, trotz der sozusagen schrecklichen Hintergrund auch dieses Buches, ja nun trotzdem auch einfach sehr gute Literatur, auch im emphatischen Sinne Literatur, weil Sie jemand sind, und das finde ich ist interessant, man liest es die ganze Zeit auf die Verweise hin. Ich habe das zumindest so wahrgenommen, nicht? Es gibt einen Raben in diesem Roman, der ist nach Edgar Allan Poe genannt. Der heißt, es gibt ja dieses berühmte Rabe-Gedicht von ihm, nicht? Es gibt Anspielungen, meiner Meinung nach sehr viel Bulgakov, Meister und Margarita, könnte man sagen, nicht? Durch die auch zum Teil etwas fantastischen Elemente. Es gibt Faust, natürlich, es gibt einen Faustpakt da drin. Es gibt einen Stadtstaat, der Nashorn heißt, was dann sofort UNESCO natürlich und das absurde Theater evoziert, bei mir zumindest, vielleicht ist das Quatsch. Warum betreiben Sie diese literaturgeschichtlichen, könnte man sagen, Spiele eigentlich in Ihrem Roman? Was ist die Funktion dieser Verweise, mit denen man die ganze Zeit auch konfrontiert wird und die man auch versucht, ein wenig zu entschlüsseln? Was hat das eigentlich zu bedeuten? Das ist keinesfalls so wie ein Programm, ja, dass ich das irgendwie für mich als Projekt vorstelle und dann, und ich stelle mir so eine Aufgabe, so viele literarisch-historische Anspielungen zu haben, wie ich nur kann. Mhm. Ja. Es geht ja um mein Stil. Ich schreibe so. Ich komme zu einem Wort im Satz und da habe ich eine Assoziation und dann kommt es vorbei. Dann erscheint das. Ja, mit dem Raben ist eine besondere Geschichte, weil ich am Anfang wollte ich einfach ein Tier haben, der beste Freund meines Protagonisten sollte ein Tier sein. Und natürlich der erste Gedanke ist natürlich der Hund oder der Kater. Ja. Aber dann habe ich das eher visuell gesehen, diese Figur, der ist Rotzki. Mein Rotzki ist eigentlich ein subtiler Mensch, nicht so hoch und ziemlich sportlich, aber klein. Und auf seinem Schulter sitzt immer dieser große Vogel. Genau. Ja, das habe ich einfach so gesehen. Vielleicht so Comic-Bewusstsein. Ja, genau. Für einen Comic. Das kann man schon entwickeln in einer Serie. Der Rabe, der immer auf der Schulter sitzt. Genau. Und ich fand das interessant, weil ich zum ersten Mal sowas wie auch teilweise ein Märchen hier entwickle. Dieser Rabe
spricht eigentlich nicht, aber Rotzki hört, was er sagen will. Das ist ein sehr sympathischer Habe. Ja, und der ist auch so zynisch wie sein Freund und auch so kalt. Ja. Und die können gut zusammen wohnen. Mhm, ja. Ist also irgend so eine Art Echo, nicht? So ein Kommunikationspartner. Ich weiß es nicht genau. Ja, dieses Problem, wie kann man einen Freund in dieser Welt finden, einen echten Freund, ist ein zentrales Problem auch. Und diese Freunde sind in Roman verschiedene, die Rotzki trifft. Aber der Echte ist der Einzige, ist dieser Rabe. Ja, dieser Rabe, der bleibt immer. Und so. Der bleibt, der opfert sein Leben für Rotzki. Genau. Ja, es gibt, wir wollen nicht alles verraten, es gibt natürlich zwei Erzählebenen in diesem ganzen Roman. Er spricht selbst als derjenige, der Radio macht, der sozusagen... ja, und auch Musikstücke, die kann man auch im Übrigen natürlich alle ergoogeln, nicht? Wie im Buch, also das, was gespielt wird im Roman, können Sie auch selbst entdecken. Die muss man nicht googeln? Nein, also... Ja, QR-Code. Genau, da gibt es einen Code. Und dann kann man Zugang zur Playlist bekommen. Ja, das dumm zusammengefasst. Und dann gibt es einerseits jemand, der sein Leben recherchiert und über ihn berichtet, nicht? Für ein internationales Komitee, also so etwas wie... Ein Biograf, nicht? Der das Ganze, das steht so im Spannungsverhältnis. Und dieser Radiomann, also diese Ich-Figur, man weiß nicht genau, wo er ist, auf einer Insel, das wird so ein bisschen unklar, glaube ich, wo er ist. Man hat zwischendurch das Gefühl, es ist vielleicht das Jenseits, aus dem gesprochen wird. Das bleibt ein bisschen unklar, aber es könnte durchaus sein. Ja. Also ist meine starke Vermutung. Und die Musik spielt natürlich eine große Rolle, die sich natürlich sprachlich nie vermitteln lässt. Deswegen dieser multimediale Roman, könnte man sagen, der auch sozusagen dementsprechend die Verweise hat. Welche Funktion hat für Sie, Sie haben ja auch Musik natürlich gespielt, bis heute sind in einer Band, hat das... In diesem Roman ist das etwas Utopisches, oder wie muss man das fassen? Was hat das für eine Funktion in diesem Roman? Ja, vor allem ist das ein Teil des Protagonisten, wie gesagt, er ist Musiker selber, er kann ohne Musik nicht leben. Mhm. Aber er kann nicht mehr spielen. Sie wissen schon den Grund, warum kann er nicht mehr spielen. Also alles, was ihm bleibt, Musik zu hören und zu sammeln und dann seine letzte kreative Chance, etwas mit Musik, die nicht von ihm ist, etwas doch dort zu schaffen, ist, dass er diese verschiedensten Anthologien komponiert. Genau. Ja, von verschiedenen Zeiten, Kulturen, also er ist absoluter Hörer, Musikhörer. Und ich möchte das irgendwie näher bringen, dass die Leserschaft dann diese Möglichkeit unmittelbar in die Töne gehen, die für diesen Protagonisten so wichtig sind. Klar. Ja. Ich sprach von dem Utopischen, weil es die Situation gab, auch im Roman, während Musik gemacht wird, kamen die anderen nicht mit ihren Panzern oder was der Teufel war, nicht? Ja, wenn wir einfach nur Musik machen. Das war so eine Art Religion für die Protestierenden, dass solange bis Rotzki dort Klavier spielt auf der Barrikade, sind sie unantastbar. Ja. Also, solange wird die Revolution aushalten. Ja, genau. Ja, Andruchowitsch, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Es war mir eine ganz große Freude, das Buch vorzustellen. Und bitte lesen Sie es, weil es ist wirklich großartig. Ich habe es mit ganz großem Gewinn gelesen. Und alles Gute Ihnen von Herzen. Vielen Dank. Dankeschön.